Der BGM-Regler ist in einem super kompakten Gehäuse untergebracht. Großes Feature bei dem Ding ist, dass du damit Gleichstrom und Wechselstrom hast. Das heißt, du kannst jeden Ducati-Regler ersetzen, egal ob 3-Pin oder 5-Pin. Und du kannst die Variotronic- und Vespatronic-Regler in Rente schicken. Der AC-Ausgang, also Wechselstrom, der hat schon bei niedrigen Drehzahlen eine enorm hohe Ausbeute. Dadurch hast du kein Lichtflackern und auch schon bei im unteren Drehzahlbereich eine vernünftige Lichtausbeute. Der DC-Ausgang, den kannst du optional nutzen, entweder um die Batterie zu laden, wenn du ein Fahrzeug mit Batterie hast, oder du kannst halt hervorragend Sachen wie Abgastemperaturmessung zum perfekten Vergaser einstellen, anschließen oder halt auf großer Tour dein Navi dranhängen. Wie bei allen BGM-Produkten ist eine umfangreiche Einbauanleitung dabei. Da sind 99% der Kabelbäume abgedeckt. Ein kleiner Kabelast ist bei dem Regler dabei, sodass das Anschließen des Reglers wirklich eine Sache von 3 Minuten ist.